gerne Dusche auf der Bühne hätte. Kleinermann oder so, ne? Richard! Ich will ihn nicht! Wer nicht? Der. Wir könnten doch so einen italienischen Schlager, oder? Ibiza! Meinst du, wir kriegen einen Film? Und in C, oder? C, okay. L, C. Freunde? Uno! Due! Unseres kompositorischen Talentes entwickelt haben. Danach ist nichts mehr so. Davor gewesen. War wenig, danach kam gar nichts mehr, aber an dem Tag, weiß nicht, was wir da noch machen, wir saßen im Studio und wir haben ein Lied zu dritt geschrieben. Wir haben's, ich weiß es noch wie heute, zu dritt, Text, Musik, es floss nur so aus uns raus. Wir saßen in einem Auto. Ah, nee, war da. Felicità. Felicità, stimmt. Da waren wir im Studio. Haben mein Lieber. Wir saßen in einem Studio im Auto. Wir brachten das Auto. Beide sind die beste Welt der Welt. Wenn wir in einem Studio ein Auto haben wollen, dann willst du im Auto und ein Studio ein Auto. Dann sitzen wir uns da rein und schreiben ein Lied. Und zwar ein Lied wie folgendes. So ein bisschen vorstellen, woraus die eigentlich besteht, damit die Leute noch nachvollziehen können. Da gibt es einmal die Basslinie. Bis zu der Stelle, man merkt also viele ungewöhnliche Harmonien, synkopische Zwischenteile, sehr perkussiv das Ganze und trotzdem... Kontrapunktig eingesetzt, würde ich sagen, ja, kann man so sagen, ja. Das Ganze wird also in Harmonie mit dem Schlagzeug, was aber nicht die gesamte Basslinie mitspielt, sondern nur nee, also ganz subtil, Hauchton mit einer ganz kleinen subtilen Note gibt der Schlagzeuger seine eigene Auffassung dieses Themas hinzu. Ihr könnt es ja mal in halber Geschwindigkeit spielen für euch. Wenn's okay ist, damit ihr das begreift. Okay.
Und jetzt hat er eine Idee. Und jetzt in der richtigen Geschwindigkeit. Bis dahin ziemlich gut, der Gitarrist, habt ihr gemerkt, der hat jetzt, ohne sich vorzustellen, einfach auch schon mal reingespielt. Aber das ist ganz interessant, was ich da mache, weil ich spiele diesen Anfang, das ist der Beat, spiele ich mit. Und dann gehe ich nicht aufs F, wie die anderen beiden, sondern ich spiele ein Flageolet im fünften Bund, was danach in den vierten Bund wandert und zum Schluss in den dritten Bund. Und jetzt hat er auch schon verraten, dass der Schlagzeuger nämlich aufs F geht. Wie er das macht, ist sein Geheimnis. Ja, Schlagzeug. So, das war dieser Intro-Part. Aber dann, in dieser Band gibt es ja noch ein paar Sänger. Moment, wir sind noch nicht bei der Bridge. Nee, aber da ist der Sänger schon beteiligt. Also, doch. Ja. Und zwar singt der Sänger am Schlagzeug nicht mit, was er auf dem Schlagzeug spielt, sondern er singt mit, was der Gitarrist auf der Gitarre spielt. Und es ist also wirklich vertrackt. Wir machen das mal so, dass nur der Gesang und die Gitarre zusammenkommen, damit ihr merkt: 1, 2, 3, 4. Und wir dachten, wir machen einfach nur Lärm. Nee, da steckt richtig viel drin. Ja, da haben wir uns schon was bei gedacht, Freunde. Das könnt ihr uns glauben. So, und nachdem dieses Intro, was ja eigentlich nicht viel mehr ist als so eine Ouvertüre quasi, vorbei ist, kommt dann der Gitarrist und zeigt quasi, in welche Richtung sich das Lied weiterentwickeln könnte. Genau, aber, Moment, muss man jetzt mal sagen, dass Bassist und Schlagzeuger etwas spielen, was nicht so einfach ist, wie es sich anhört. Schlagzeuger und Bassist spielen eine Pause. Und die geht so, pass auf, 1, 2, 3, 4. Wow! War ein Abschlag vorher. Das ist ein Abschlag. 1, 2, 3, 4. Dieses Target ist sehr wichtig, weil in das Target, in die Pause, kommt der Gitarrist dann rein mit einem recht flotten Thema. Geht sich langsam an. Langsam hört es sich nämlich ganz anders an. Ein bisschen wie House of the Rising Sun, oder? Wenn ihr jetzt mal mitsingt, dann merkt ihr, das ist eine kleine Hommage, ja? There is a house in New Orleans. And it's called the Rising Sun. Ja, ganz gut, ne? Das war sie der Schluss. So, und dann? Dann bricht eigentlich die Hölle los. Also. Nur eben von uns, da klingt es ein bisschen anders. Also die Hölle bricht los und. Ich wollte das Lied nochmal hören. Also so der Aufbau bis dahin. Vielleicht bis dahin. Jetzt haben sie ja so eine Idee, worauf sie achten müssen. Vorher Geräusche machen natürlich.
Song Clinic mit Die Ärzte. Es gibt zu diesem Song ein Tutorial-Video mit Bildern von Leni Riefenstahl auf YouTube. Dankeschön. Interessanterweise hatte ich den Eindruck, dass sie das vor der Erklärung besser fanden. Ich glaube, dass sie vor der Erklärung besser fanden. Jetzt haben wir das Lied leider entzaubert. Naja, gut. Der nächste Mal ist ein anderes Lied dran. Ist euch auch so warm? Zur Güte, Hütchenspiel a cappella. Ja! Bla 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 bla. Das war eine gut gelaunte. Ciao, Dankeschön! Bis morgen!